Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe. Ja, ich war gerade am Kartengestalten. Ihr seht es, ich schaue aus, als wäre ich aus dem Kindergarten entflohen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, ich nehme euch einfach mal mit. Ich war jetzt gerade voll im Tun und im Machen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt hole ich euch quasi mal dazu und zeige euch mal, was ich so mache. Und zwar, ich färbe aktuell Hintergründe ein und ich wollte euch mal zeigen, wie ich das mache. Das mit dem Fotopapier und der Tinte, das habe ich euch schon mal gezeigt. Das verlinke ich euch hier oben. Und es gibt aber auch eine ganz einfache und simple Möglichkeit, das Ganze zu machen, nämlich mit den Aquarellstiften vom Action oder Aquarellstiften, die ihr einfach da habt. Also ich habe auch welche von Amazon, die funktionieren auch wunderbar. Also da könnt ihr wirklich nehmen, was ihr möchtet. Und alles, was ihr dafür braucht, sind ja ein paar Farben von diesen Aquarellmarkern. Jetzt nehme ich hier mal so ein knalliges Pink und so einen Blau-Grün-Ton. Und ihr braucht ein Aquarellpapier, das muss gar kein besonderes sein. Ich habe hier jetzt auch das vom Action. So fürs Kolorieren ist es eher nicht geeignet, aber für die Technik, die wir jetzt machen, kann ich es voll und ganz empfehlen. Und jetzt gehe ich hin mit nicht viel Druck, bitte, weil sonst macht ihr euch vorne eure Spitze kaputt und ziehe hier einfach ein paar Linien. Das muss gar nicht genau sein, einfach irgendwie kreuzquer aufs Papier. Dann machen wir das wieder zu. Und dasselbe machen wir auch hier mit diesem Blau-Grün-Ton. Also überall ein paar Ditscherlen von dieser Farbe. Und wer möchte, das werde ich jetzt hier machen, kann auch noch mal mit so einem wirklich hellen Rosaton reingehen. Den wird man nicht wirklich sehen, aber der sorgt einfach dafür, dass alles schön ja verblendet wird sozusagen zwischen den Farben. Und deswegen gehe ich da einfach gerne mal mit so einem ganzen hellen Rosaton, den werdet ihr jetzt wahrscheinlich kaum sehen, noch mal rein und verblendet das Ganze. So, und jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr viel, denn alles, was ihr jetzt noch braucht, ist Wasser. Ich habe jetzt hier so eine Parfümflasche. Die habe ich mir beim DM, glaube ich, gekauft. Mit der arbeite ich tatsächlich am liebsten. Also ich habe auch so eine große, aber mit der kann ich halt wirklich ja, dahin sprühen, wo ich es gerne möchte. Und da bringe ich jetzt einfach Wasser auf. Auch aufs Aquarellpapier bringe ich Wasser auf. Und dann klappe ich, also ich habe hier so eine Folie einfach als Hintergrund und dann klappe ich das Ganze einmal um und kann sehen, wo jetzt hier meine Farbe ist und drücke das einmal auf und verteile das hier wirklich schön auf dieser Karte. Und wenn jetzt irgendwo noch was überbleibt, da kann ich, wie jetzt hier zum Beispiel, die weiße Stelle hier oben, da gehe ich einfach nochmal hier rein, nehme mir nochmal Farbe auf. Und kann so noch auch die letzte Stelle weiß noch schön machen. So, und genau so verfahre ich jetzt eigentlich die ganze Zeit. Also das ist jetzt so das Grundprinzip von dem Ganzen und anders wird es nicht mehr. Ich zeige euch aber auch noch, also wir werden jetzt dann gleich noch zwei Karten gestalten. Denn ich finde es immer schade, auch gerade so Reststücke von Aquarellpapier wegzuwerfen. Und damit nehme ich immer noch so die ja, letzten Reste an Farbe auf. Ich zeige euch dann auch, wieso oder was ich dann damit mache. Damit gestalten wir nämlich auch noch eine Karte. Und da gehe ich einfach drüber und dann gibt es so einen ganzen schönen, ja, in der Kamera kommt es leider nicht so schön rüber, wie es in echt ist. Aber das ist so ein ganz schöner Babyblauton, ein bisschen mit Lila gemischt. Und wenn es zu viel Farbe ist, dann wischt das einfach wieder ab. Und so habt ihr hier auch nochmal einen coolen Farbverlauf. Und ihr könnt, wie gesagt, alles, was ihr bedecken möchtet, könnt ihr auch bedecken mit Farbe. Oder ihr lasst einfach auch was in Weiß. Sieht auch schön aus. So, und jetzt würde ich vorschlagen, machen wir nochmal einmal, damit ihr es nochmal gesehen habt. Und dafür putze ich mir jetzt einfach meine Unterlage einmal ab. Dadurch, dass es ja wasservermalbare Stifte sind, geht es ja auch wieder ab. Also das könnt ihr nicht mit der schwarzen Variante machen von diesen Stiften. Das sind ja Alkoholmarker, sondern wirklich nur mit der weißen Variante, mit diesem Aquarellmarker.
Und jetzt würde ich sagen, machen wir das ganze Spiel einfach nochmal. Ich nehme hier nochmal ein bisschen was von dem Lila oder Rosa Pink. Dann habe ich hier so einen Mintton. Da nehme ich noch ein bisschen was. Den sieht man jetzt auch sehr gedeckt auf dieser Folie. Also den werdet ihr wahrscheinlich kaum erkennen. Ja, was nehmen wir denn noch? Nehmen wir noch so ein Lila mit rein. Also einfach ein paar Farben bunt gemischt, so wie ihr das gerne hättet. Und vielleicht noch so ein Fliederton. Also da könnt ihr euch wirklich austoben, was ihr da gerne machen möchtet. So, und dann machen wir dasselbe Spiel wieder von vorne. Was heißt, wir nehmen uns wieder unser Wasser, nehmen uns ein Stück Aquarellpapier, sprühen hier einmal Wasser drauf, auch auf das Aquarellpapier ein bisschen, klappen das einmal um, schauen, wo jetzt hier die Farbe ist, die wir gerne hätten. Und ihr seht, ihr könnt es hier richtig rumstreichen. Also müsst ihr nicht auf einer Stelle bleiben. Und dann zieht ihr das Ganze wieder ab. Und dann gibt es hier so eine Ansammlung, die klopfe ich einfach ab. Und dann habe ich auch hier einen super coolen Farbverlauf. Und das Ganze lasst ihr natürlich dann trocknen oder ihr föhnt es trocken. Das könnt ihr auch machen. Ich nehme jetzt hier wieder so ein Reststück von meinem Aquarellpapier und nehme hier so die restliche Farbe, die noch auf meiner Unterlage ist, nochmal auf, weil ich finde es immer sehr schade, das wegzuschmeißen. Und auch mit sowas kann ich coole Karten machen. So, dann habt ihr jetzt mal meine Technik gesehen. Das ist jetzt nichts ja, Weltbewegendes oder bestimmt auch nichts Neues, aber so gestalte ich sehr, sehr gerne Hintergründe. Und jetzt nehme ich mir das noch einmal weg, hier die Farbe. Und nehmt euch wirklich ein Schmierpapier drunter. Also ich habe mir jetzt hier so ein Backpapier drunter gelegt. Und dann könnt ihr das da auch alles wieder schön sauber machen. So, und jetzt würde ich sagen, ich habe schon zwei Hintergründe gestaltet, bevor ich jetzt mit euch losgelegt habe, oder mehrere Hintergründe gestaltet, bevor ich jetzt mit euch losgelegt habe. Und mit denen möchte ich gerne was machen. Und zwar habe ich mir einmal diesen Hintergrund hier gestaltet. Ich räume nur gerade mal meine Stifte beiseite, damit wir mehr Platz haben. So. Einmal weg damit. So, und zwar habe ich mir einmal hier diesen Hintergrund gestaltet und bei dem Hintergrund, also ihr seht, selbe Technik. Ich habe das Ganze trocknen lassen, dass sich das so ein bisschen nach oben biegt, ist tatsächlich normal. Also da keine Panik, das gehört quasi so. Und dann habe ich mir aus der Stanzschablone vom Action, die kennt ihr ja bestimmt mit diesem Herzchenrand, da habe ich mir einmal ausgestanzt und das möchte ich jetzt hier aufkleben. Und dann habe ich mir noch einen Spruch, nämlich alles Gute, rausgesucht und das kleben wir auch einmal auf. Und das machen wir jetzt einfach mal zusammen, weil mir sind ein bisschen die Geburtstagskarten ausgegangen. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich wieder welche. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass ich euch ja mitnehmen könnte zu meinem Spektakel, zu meinem Malspektakel hier. So. Und da bringe ich jetzt wirklich überall Kleber auf. Ihr könnt so tupfend vorgehen, also bepunkten das Ganze. So, also überall wirklich schön Kleber aufbringen, dass es stabil hält. Und da ist wie immer meine Devise, ich nehme den Tacky Glue, der trocknet transparent. Wenn da was jetzt daneben batzelt, ist es nicht schlimm. Weil das können wir, wenn jetzt wirklich im schlimmsten Fall das ganz viel wäre, im Nachgang nochmal wegradieren. So, und dann lege ich mir das einmal auf, lege mir das hier mal glatt und bringe das mal an. Und dann gucken wir gleich mal, steht jetzt hier ein bisschen über links und rechts, macht mir aber jetzt überhaupt nichts. So, und auch das alles Gute, da machen wir jetzt auch noch Kleber drauf. Und ihr seht, ich gehe hier wirklich so tupfend vor. Damit habe ich die besten Ergebnisse. Und wer keine Präzisionsklebeflasche hat, der kann sich einfach ein bisschen Kleber auf seine Matte oder auf irgendeine Unterlage, die man halt wieder abputzen kann, draufgeben und kann mit einem Wattestäbchen oder einer bisschen dickeren Nadel oder irgendwas Spitzen eben diese Punkte auch draufsetzen. Also nehmt ein bisschen Kleber auf eure Nadel und könnt so auch ganz einfach den Kleber aufnehmen. Dann habt ihr auch so Art Punkte. Ihr seht's. Und das bringen wir jetzt hier auch einmal mittig auf. Und ihr seht, es muss nicht immer
kompliziert sein. Manchmal reicht einfach schon ein wirklich schöner Hintergrund, um eine coole Karte zu gestalten. Und jetzt auch hier bringe ich einfach auf der Rückseite, ich möchte ohne Mattung arbeiten, bringe ich einfach auf der Rückseite Klebstoff auf. Da wirklich reichlich viel. Ihr wisst, Aquarellpapier, das saugt nochmal gut, auch von der Rückseite natürlich. Und dann bringen wir das hier einmal auf. Und dadurch, dass wir es jetzt festkleben sozusagen, schaut natürlich, dass es relativ gerade auf eurem Kartenrolling drauf liegt. Also links und rechts, oben und unten der gleiche Abstand. Dreht es um und streicht es nochmal fest. Und dadurch, dass wir es jetzt festkleben, ist auch diese Wölbung weg. Ihr könnt jetzt das einfach umgedreht liegen lassen und nochmal was draufstellen. Das mache ich jetzt und währenddessen machen wir einfach schon mal die zweite Karte. Und für die zweite Karte habe ich mir auch einfach einen weißen Kartenrolling rausgesucht. Und ich habe jetzt hier so einen Reststreifen, den ich bemalt habe oder in derselben Technik gemacht habe, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Und ich habe mir etwas von dem Mika-Pulver genommen und habe das im nassen Zustand so ein bisschen drauf gesprenkelt mit einem Pinsel und etwas verstrichen. Und mit einem Haarspray, als es dann getrocknet war, nochmal fixiert, dass da eben nichts mehr abgeht. Also wenn ihr hier rubbelt, dass hier nicht irgendwie ihr was am Finger habt oder so. Also das hatte ich schon am Finger. Und genau. Und damit möchte ich gerne eine Karte gestalten, dass ihr auch seht, dass ihr auch gut so Restepapier eben hernehmen könnt und das nicht wegschmeißen müsst. Und auch hier habe ich mir so eine Ranke hier mit diesen Herzen ausgestanzt. Und habe die mit einem transparenten Embossing-Stempelkissen eingestempelt und bin auch mit diesem Mika-Pulver hier drüber gegangen. Und dasselbe habe ich auch mit dem Spruch Alles Gute gemacht. Und da mache ich aber jetzt noch eine Besonderheit. Ich habe mir 5-mal dieses Alles Gute in einem dunklen Farbkarton ausgestanzt. Ich könnte das natürlich auch in einem weißen Farbkarton machen, aber ich finde, in dunkel kommt es nochmal besser rüber. Und das machen wir jetzt als allerersten Schritt. Und zwar nehmen wir uns wieder unseren Kleber und gehen hier wieder so Punkten drüber. Denn ich finde das Ganze, das gibt nochmal, jetzt seht ihr auch diese Punktetechnik, die ich gemeint habe. Das Ganze gibt nochmal so einen wirklich wunderschönen Effekt, so einen kleinen 3D-Effekt. Und ihr seht, da kann man relativ zügig vorgehen. Und dann bringen wir das Alles Gute einmal auf. Dazu nehme ich mir jetzt einfach eine Pinzette und bringe das auf, lege das zumindest einmal kurz an und drücke es dann fest. Und dann könnt ihr immer noch justieren, ob es irgendwo weiter hoch oder weiter runter muss. Aber ich finde, das gibt einfach einen super coolen Effekt, wenn hier ein bisschen, ja, 3D-mäßig unterwegs sind. Und auch das habe ich mir mit dem Mika-Pulver eingefärbt und habe danach nochmal Haarspray aufgetragen. So, und jetzt können wir auch schon hergehen und können uns die Karte fertig gestalten. Also da gebe ich auch hier auf die Rückseite einmal Kleber auf. Hier auch reichlich, also nicht sparen im Kleber. So. Und dann kann man sich überlegen, ob man es halt ganz links anlegen möchte oder zum Beispiel auch rechts. Also da seid ihr ja offen, da könnt ihr euch austoben, wie ihr das gerne möchtet. Und dann bringe ich das einmal auf, dass es quasi so aussieht. Drehe es mir nochmal um und drücke es wirklich schön glatt. Und das dauert jetzt noch einen Moment, bis es anzieht. Das macht aber gar nichts. Währenddessen kleben wir uns jetzt auch schon mal unsere Herzchenranke hier drauf. Und ihr seht, da hinten ist noch mal ein bisschen von dem Pulverchen. Macht auch nichts. Und ihr könntet auch, wenn ihr solche Hintergründe gestaltet, könntet ihr, wenn es noch nass ist, ganz normalen Bastelglitzer zum Beispiel auch drauf streuen. Und das Ganze dann im Nachhinein noch mal mit einem Haarspray fixieren. Das funktioniert auch wunderbar. Also ihr braucht da nicht unbedingt das Mika-Pulver dafür, sondern ihr könnt es auch mit normalen Bastelglitzer machen. So. Und dann bringen wir auch hier einmal diese Ranke auf. Da können wir einmal kurz gucken, wo wir sie denn hinhaben möchten. Ich glaube, so finde ich es ganz schön. So.
und bringen auch auf das alles Gute. Jetzt nochmal hier ein bisschen Kleber auf. Da darf es jetzt ruhig ein bisschen mehr sein, weil es natürlich jetzt mehr Lagen sind. Was heißt, es muss gut halten. So. Also da dürft ihr ruhig nochmal was Gutes nehmen. Könnt ihr das auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Allerdings braucht ihr da wirklich ein sehr schmales. Tja, also da würde ich euch tatsächlich dann eher Flüssigkleber empfehlen. Und auch das bringe ich jetzt einfach auf, halte das kurz fest. Und dann habe ich mir noch hier so Glitzersteinchen rausgesucht. Da bin ich mir aber noch gar nicht sicher, ob ich die drauf haben möchte. Nö. Also ich möchte die gar nicht drauf haben. Aber was ich gerne drauf haben möchte auf meiner anderen Karte, die habe ich hier unten rein dabei, es sind noch ein paar von diesen Perlen hier, diese 3D-Perlen. Und da gehe ich jetzt einfach hin und setze mir so ein paar hier drauf. Das sind die vom Action, die habe ich euch in meinem Action Haul gezeigt. Und da setze ich mir jetzt einfach ein paar von diesen Perlen drauf. Machen wir es diagonal. Und wenn ihr da in so kleinen kreisenden Bewegungen vorgeht, dann zieht ihr euch auch nicht diese Nasen mit drauf. Tja, ich habe da gar nicht gesehen, was ich gemacht habe. Hier unten habe ich nochmal die Farbe aufgetragen. So, oder die Perlen aufgetragen. Jetzt nehme ich euch wieder ein Stück mit nach oben. Und so einfach und so schnell habt ihr zwei wirklich coole Karten. Also mir gefällt auch das hier mit diesem 3D-Effekt wirklich gut. Ihr seht, da ist nochmal wirklich ein Abstand drinnen und es glitzert und glänzt wahnsinnig schön. Und das ist halt eher so die schlichtere Variante, da wo halt mehr das Augenmerk auf dem Hintergrund liegt. So, und dann war es das von mir für heute schon wieder. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wenn das der Fall war, dann dürft ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.